Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruder-Baustelle. Und ja, ich habe es mal wieder geschafft, ein Video zu machen. War die letzte Zeit ein bisschen streng. Und dann war natürlich noch tolles Wetter und Ferien und frei und Urlaub und so. Man hat natürlich auch ein bisschen andere Sachen noch zu tun. Aber nichtsdestotrotz, ich war nicht untätig, denn meistens ist es so, dass wenn ich eben längere Zeit kein Video mache, dann eben viele Sachen hier in der Werkstatt mache und einfach keine Zeit finde dann für das Video parallel. Ich habe mich aber jetzt hingesetzt, habe gesagt, okay, jetzt ist das Projekt auch momentan richtig fertig und nehme mir die Zeit, mal wieder ein Video zu machen. Hier steht da der umgebaute Huina-Bagger. Den kennt ihr noch aus den anderen Videos, habe ich ja schon einige gemacht. Ich habe den ja umlackiert, habe ein bisschen die Kabine geändert, die Elektrik habe ich umgebaut und habe den ja auf diese schöne Fernbedienung hier umgebaut, die Elektrik, und komplett alles mit neuen Fahrrädern bestückt und so weiter. Ich verlinke euch unten das andere Video. Um den Bagger geht es an sich, aber nicht direkt, denn es geht um die Fernbedienung, beziehungsweise wie man hier noch ein bisschen mehr Realismus reinbringen kann in diesen Funktionsmodellbau. Ich habe ja schon, wie gesagt, ich habe es auf diese Fernbedienung hier umgebaut, und um diese Fernbedienung und diesen Klappstuhl, um das geht es heute. Denn die Fernbedienung hat hier hinten einen ganz schönen Klotzen bekommen, denn hier sind lauter Schalter mit dran, hier sind noch Buchsen mit dran und wir haben hier einen Klappstuhl. Ich gebe ihn gerade mal hoch, der ist sehr handlich, kann man wunderbar mitnehmen. So ein Angelstuhl, Campingstuhl, wie auch immer. Und hier habe ich Joysticks dran gebaut, damit wir einen richtigen Baggerstuhl bekommen. Und wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze dann aufgebaut aussieht und auch im Test läuft, das zeige ich euch gleich. So, ich habe das Ganze ein bisschen umgebaut und wie ihr unschwer erkennen könnt, hat sich ein bisschen was geändert, denn wir sind nicht mehr an dem Tag, wo ich das, was ihr jetzt schon gesehen habt, aufzeichne, denn als ich diesen Part hier, wo ich euch dann die Funktionen zeigen wollte, das letzte Mal aufgenommen habe, hat der Vorführeffekt dafür gesorgt, dass mir mein Stielzylinder abgeraubt ist. Das heißt, der Motor hier oben von meinem Spindelzylinder hat weißen Rauch von sich gegeben und danach gar nichts mehr. Und deswegen nun ein neuer Anlauf mit neuen Motoren. Und war eigentlich jetzt nicht Thema, ich erzähle es euch aber ganz kurz. Wie gesagt, der Motor ist abgeraucht. Und ich habe schon darauf gewartet. Ihr wisst, das sind diese kleinen Motoren. Und ich habe ja das Ganze auf normale Fahrregler und normale Fernbedienung umgebaut und fahre seitdem auch mit einem 3S Lipo-Akku mit 11,1 Volt. Und dafür ist natürlich das Ganze nicht ausgelegt. Also die Motoren waren natürlich schön schnell, haben noch mehr Kraft gehabt, das war alles gut, haben aber schon bedenklich gerochen, wenn man sie länger in Benutzung hatte. Und dementsprechend war mir klar, dass die irgendwann oder beziehungsweise in geraumer Zeit den Geist aufgeben werden. Den Motor hat es als erstes getroffen und dann habe ich mich damit beschäftigt. Also ich habe den mal ausgebaut. Ich blende euch das mal ein, wenn es irgendwie möglich ist. Ich schätze, dass eine von den Kohlen einfach durch war, beziehungsweise sich irgendwo verklemmt hatte und dann fing das ganze Ding an zu leuchten. Und jetzt war die Überlegung, kaufe ich mir die gleichen als Ersatz wieder. Sind, ich sage jetzt mal, relativ günstig zu bekommen. Dann gab es schon ein paar Umbauten oder beziehungsweise Alternativen. Die haben hier was mit dem Servo gebaut oder eigenen Zylindern zum Umbauen. Da habe ich allerdings relativ wenig Erfahrungsberichte gefunden und deswegen war mir das dann auch nicht ganz so, ob das wirklich schneller ist. Das ist immer so eine subjektive Meinung. Die meisten zielen ab, dass sie dann mehr Kraft haben. Aber ich finde, Kraft hat er genug. Da war nie mein Problem, sondern mein Problem war die Geschwindigkeit. Genau. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach diesen kleinen Motoren gemacht. Die sind normalerweise wirklich tatsächlich eher für 6 Volt zu finden. Das sind so, ich sage mal, Zahnbürstenmotoren von Elektro- oder Zahnbürste oder so, haben wahnsinnig hohe Drehzahl. So und dann vor sich hin, aber eben nicht die große Spannung. Ich habe ja hier gefunden, die ich jetzt verbaut habe. Ich habe gleich 4 Stück bestellt. 3 habe ich ausgetauscht.
Arm, Stiel und Löffel. Und die können eben mit 12 Volt auch umgehen. Das heißt, die sind für 12 Volt ausgelegt. Und man merkt es auch jetzt hier, die fangen nicht an zu riechen. Die laufen wesentlich ruhiger als die Originalmotoren. Und bin ich schon sehr zufrieden. Ich hatte sie tatsächlich schon einen Ticken schneller von der Drehzahl her bestellt. Bin aber jetzt beim Testen noch nicht so überzeugt davon. Also ich schätze mal, das ist die Leerlaufdrehzahl, die angegeben war. Die Lastdrehzahl, da brechen die echt um einige tausend Umdrehungen dann zusammen. Ich werde hier vielleicht tatsächlich nochmal höher gehen, wenn es von der Kraft her passt. Wobei ich jetzt glaube, dass alles, was ich jetzt hier aus dem normalen Modellbaubereich bestelle, also ich bestelle die nicht irgendwo wieder die billigsten 1-Euro-Motoren in China, sondern jetzt bestelle ich wirklich teure Motoren oder in Relation teuer, die dann aber hoffentlich auch dementsprechend mehr Leistung bringen. Und ich schätze auch, obwohl sie schneller sind, bei 12 Volt dann trotzdem mehr Drehmoment entwickeln als die kleinen, die verbaut waren. Ja. Bei mir ist jetzt auch keine Bezeichnung drauf auf diesen Motoren. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist. Ich habe die Generation oder Version rechnerisch, glaube ich, 0. So ungefähr. Also ich habe tatsächlich einen der ersten importiert. Und von dem her weiß ich nicht, wie es momentan ausschaut oder beziehungsweise auch je nachdem, wo man kauft beziehungsweise bezieht, ob dann das anders ist. Hier steht nichts drauf. Es sind, falls jemand das interessiert, sind 130er Motoren, die hier verbaut sind. Das ist die Bezeichnung. Ja. Also wie gesagt, hier habe ich 3 Stück neu verbaut. Laufen auch wunderbar ruhig. Das scheppert nicht mehr so. Die anderen, die waren hier eher so, dass man wirklich im oberen Drehzahlbereich schon war. Das ist katastrophal klang. So, Motoren sind jetzt aber durch. Ich hoffe, sie laufen diesmal und wir sehen nicht wieder den weißen Rauch aus dem Modell aufsteigen. Und wir bringen dieses Video jetzt endlich einmal durch, ohne dass wieder irgendwas abraucht in der Zwischenzeit. Genau, kommen wir wieder zu dem Stuhl. Ich habe jetzt das Ganze mal so aufgebaut, damit ihr auch alles seht. Das heißt, wir haben links einen Joystick, rechts einen Joystick und hier unten ist noch ein kleiner Joystick. Und die Funktionen kommen wir gleich dazu. Die Fernbedienung habe ich hier hinten angesteckt. Am Stuhl sind Kabel dran mit 2 Steckern und das kommt hier alles hinten in die Fernbedienung rein. Und ich habe mich dazu entschieden, jeden Kanal auf einen eigenen Schalter zu legen, den ich umschalten muss zwischen Stuhl und Fernbedienung. So kann ich unter Umständen eben auch mal sagen, ach, ich brauche aber das Drehpotty für etwas, was dauerhaft an ist. Zum Beispiel den Meißel. Dann kann ich sagen, okay, ich lasse den Kanal hier auf der Fernbedienung und kann das hier nach wie vor einschalten. Und natürlich auch Fehlerbeseitigung, Fehlersuche, wenn irgendwo mal was klemmt, dann behebt sich so einfach leichter, weil ich jeden Kanal einzeln durchschalten kann. Ja, also einmal die Schalter alle umgelegt, die Zusatzfunktionen sind auch alle drauf. Und jetzt, ich lege jetzt einfach mal zur Seite. Ich habe hier an der Seite so ein Bändel, da kann ich es nochmal einhängen, wenn ich irgendwo bin. Aber in dem Fall läuft hier auch kein anderer rum, deswegen. Genau. Wir haben, wie gesagt, hier unten einen kleinen Joystick. Der regelt erstmal die Fahrfunktion. Der ist tiefer gelegt, tiefer angelegt und angebaut. So, dass ich, wenn ich normal fahre, nicht aus Versehen hinkomme. Und damit kann ich jetzt ganz normal die Fahrfunktion fahren. So, Modell müssen wir auch anmachen. So, und schon geht's los. So, und wie ihr seht, alles auch proportional. Das heißt, ich kann entweder Vollgas natürlich über die Baustelle donnern, ich kann aber auch ganz feinfühlig hier den Bagger versetzen. So, das mal zum Fahren. Kommen wir zu den Joysticks. Die Joysticks bedienen ganz normal, wie beim Bagger auch, die gleiche Belegung und die Funktionen. Das heißt, wir haben hier den Stiel, wir haben hier den Arm, wir haben links drehen, rechts drehen natürlich auch und wir haben noch den Löffel. So, das heißt, hier kann ich schon mal alle Grundfunktionen natürlich ganz normal fahren. Also wie ihr seht, es ist mir irgendwo, es ist noch nicht so rund. Es
ist noch nicht so rum. Ich werde da. Ich kann natürlich auch langsam fahren, das ist ganz klar, aber wenn ich sage, ich brauche jetzt Vollgas und ich will jetzt Vollgas fahren, dann ja. Ist mir noch ein Ticken zu langsam. Also er ist schneller als Original, das ist schon mal schön, aber er kann schneller. Genau. So, das sind natürlich die ganz normalen Choice, die Grundfunktionen. Und dann habe ich ja hier meine Zusatzanschlüsse. Das heißt, ich habe hier unten zwei und hier an der Seite zwei. Und da kann ich dann auch meine Zusatzfunktionen fahren. Hier ist den Löffelschwenker zum Beispiel. Der hat jetzt nur eine Funktion. Wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt zum Beispiel noch den Drehgreifer dran, dann habe ich das gleiche natürlich nochmal auf der anderen Seite. Kann also hier tatsächlich alle Funktionen vom Stuhl mit den Joysticks ausfahren. Ja. Also von dem her gar kein Problem. Wie gesagt, Kraft ist nicht das Problem, sondern eher das Thema mit der Geschwindigkeit. So. So weit, so gut. Wie gesagt, ich bin mit dem Stuhl jetzt absolut zufrieden. Vor allem, ich kann ihn so auch eben mitnehmen. In einem der anderen Videos hatte ich, glaube ich, schon mal den Stuhl gezeigt für diesen kleinen Huina, für diesen Plastik, der zuerst rauskam. Da habe ich auch einen Stuhl, allerdings einen umgebauten Bürostuhl, einen Drehstuhl. Ist auch super. Ist auch nicht so aufwendig wie jetzt an dem hier, weil man hier doch relativ viel verstärken muss, dazu bauen muss. Aber funktioniert auch einwandfrei. Ich kann ihn nur nicht mitnehmen. Ja? Und so, den falte ich klein zusammen, packe meinen Bagger ein und dann ab auf die Baustelle. Ja? Genau, das werde ich jetzt auch machen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Und bis bald.